Urheberrecht Bungarts, Getty Images. Dennis Zakaria kam in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach nur als ein Wechselspieler zum Zuge. In seiner Heimatschweiz hat Borussias Mittelfeldkrake Dennis Zakaria 21 einen beachtlichen Preis abgeräumt. Er wurde vom Verband zum Rookie of the Year ausgezeichnet. Senkrecht Starter des Jahres. Nicht nur das. Zakaria soll in der Nationalelf in die Fußstapfen von Valon Berami, 33, treten, der nach der WM zurückgetreten ist. Bei der Nati steht Dennis Zakaria wohl in der Startelf. Samstag in der Nations League gegen Island steht Zakaria wahrscheinlich in der Startelf. Es wäre eine Art Nati-Doping für Dennis. Denn in Gladbach muss er um seinen Platz aktuell kämpfen, war in den ersten drei Pflichtspielen nicht in der Anfangsformation. Ganz anders als noch letzte Saison, als Dennis kaum ein Spiel verpasste. Ein neues Gefühl für Zakaria. Er muss bei Borussia kämpfen. Konkurrenz treibt Dennis Zakaria an. Der Rookie of the Year sagt zu Express: Klar, jeder Profi will von Beginn an spielen. Ich weiß aber auch, was ich zu tun habe. Ich bin später in die Vorbereitung eingestiegen und die Teamkollegen haben es gut gemacht. Wir haben eine wirklich gute Mannschaft in diesem Jahr. Ich habe keine Angst davor, dass ich nicht regelmäßig spielen könnte. Die Konkurrenz treibt einen nur noch mehr an. Ich nehme diese Herausforderung an, ich bin zu 100% für die Mannschaft da. Das könnte sie auch interessieren. Nach Erdbeben, Japan sagt Fußball-Länderspiel gegen Chile ab. Dieter Hecking ist froh über viele Alternativen, wie jüngst in Augsburg, als er nach der Pause eingewechselt wurde und gleich Akzente setzte. Fohlen-Coach Dieter Hecking, 53, sagt zum Fall Zakaria: Für Spieler ist das schwer, das weiß ich. Ich sage, seit ich Bundesliga-Trainer bin, die erste Aufstellung zum Saisonstart ist meistens eine andere als die, die am fünften Spieltag aufläuft. Ich bin froh, dass ich diese ganzen Alternativen habe. Dennis hat sich nach seiner Einwechslung in Augsburg in Stellung gebracht. Das werden die anderen auch tun, und genau das hat uns in der vergangenen Rückrunde lange Zeit gefehlt. Sein Berater beruhigt die Beobachterin der Schweiz. Sorgen sich einige Beobachter dennoch bereits um ihren Senkrechtstarter. Die beruhigt Zakaria-Berater Mathieu Beder. Er sagte, 37, dem Blick, Dennis nimmt das positiv. Das ist doch gut für den Verein. Es zeigt, dass Gladbach einen besseren Kader hat als letzte Saison. Beißt Saki sich nun bei Borussia durch, räumt er im kommenden womöglich einen neuen Preis in der Schweiz ab. Mehr auf MSN für weitere Videos klicken.